Einen wunderschönen guten Tag. Wer es glauben mag, Gariton wieder hier. Das letzte Mal haben wir die Söldneraktivitäten von Tatooine vereitelt und so weiter und so fort. Wir haben den rasenden Falken befreit und Chewbacca hat uns begleitet. Jetzt würde ich sagen, gehen wir in die nächste Mission. Druidenbergung, auch auf Tatooine, da müssen wir nicht so weit fliegen. Und gucken wir mal, was uns bei dieser Mission erwartet. Das dürfte mehr ein Routineeinsatz werden, aber so kannst du wenigstens das Verhandeln lernen. Begeben wir uns nach Tatooine. Ja, wir sind noch auf Tatooine, oder nicht? Naja, egal. Ah, hier sind wir wieder in diesem Fenster, in dem Machtfenster. Wie ich im letzten Part schon gesagt habe, weil das hier Jedi Meister ist, würde ich lieber auf die weitere Verteidigung erst einmal setzen. Ich denke, Angriffskraft haben wir mit dem Lichtschwert genug und ich würde dann die Machtheilung weiter ausbauen, damit wir da etwas stärker sind. Waffen. Gut. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was da so wirklich abgeht in dieser Mission. Nehmen wir mal wieder... Eigentlich finde ich, mit dem Disruptor kann man nie was verkehrt machen. Und das elektromagnetische Gewehr. Und Thermaldetonator. Dann starten wir mal. Ja, was? Nie sind sie da, wenn man sie braucht. Spuren. Vielleicht waren sie hier und sind schon wieder weg. Schau mal, ob du ihre Sandraupe finden kannst. Vielleicht steht sie im Canyon. Ich rede mit den Feuchtfarmern, was sie über den Kult wissen. Die Feuchtfarmer? Keine Angst. Javas sind recht friedlich. Hallo, ich bin Feuchtfarmer. Ich biete Feuchtigkeit an. Das macht nur 25 Credits pro Feuchtigkeitsliter. Können Sie hier bei mir erwerben. Ich habe auch noch Trockenheit. Das kostet nur 20 Credits. Oh, was ist denn hier los? Oh, Sandleute. Achtung. Boah, die sind gefährlich. Die rennen wie die Berserker auf mich zu. Wer rennt denn mal ernsthaft, ne? Wer rennt auf einen Jedi mit einem Lichtschwert zu, ne, und wirbelt mit seinem komischen Eisenstab durch die Gegend? Ganz ehrlich. Da muss man ein bisschen lebensmüde sein. Au, in den Kopf ging das. Okay, die Leiche kann man auch ein bisschen durch die Gegend schubsen. Ja, ich will hier gerne weiter. Aha, ja, okay. Ich bin ein Jedi, ich will weiter. Ich kann nicht. Dann gehe ich halt hier. Ja, einer nach dem anderen, hier kommt jeder ran. Ah, scheiße. Hallo. Komischer Typ, Alter. Was hat der denn gegessen, dass der so schlecht drauf ist? Wer ballert da eigentlich die ganze Zeit auf mich? Da konnten die Söldner aber besser treffen. Da oben ist einer, der schießt auf mich. Den versuche ich gleich mal... Ich hoffe, das geht nicht voll in die Hose. Pew. Okay, haben wir gar nicht getroffen, oder was? Okay, die sterben alle, ne? Ganz schön ineffektiv, würde ich sagen. Schon einfache Einheiten daran nicht sterben. Moin. Ich wollte Feuchtigkeit kaufen. Da bieten sich hier irgendwie Feuchtigkeit an. Ich habe gehört, hier sind ganz viele Feuchtfarmer. Was ist denn hier los? Versammlung der Sandleute oder was? Hier, zack. Zack. Einer nach dem anderen. Oh, 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 oh. Verschwinde, verschwinde. Ich habe keine Angst vor dir. So, jetzt setzen wir das erste Mal die Heilung ein. Jetzt können wir sie auch im Laufen verwenden. Wunderbar. Ah, das tut mir leid. Das mit dem Arm. Ich kaufe dir dann später eine Prothese. Oh, ne. Hier nehmen die Dinger schnell. Was haben wir hier?
Oh, guck mal, hallo, C3PO. Nein, das ist hoffentlich nicht C3PO. Ich gehe ganz schwer davon aus, dass es wirklich nicht C3PO ist. Es gibt ja auch noch andere Protokolldruiden. Zumal wir ja auch C3PO höchstwahrscheinlich im nächsten Star Wars Film wiedersehen. Darauf freuen wir uns ja alle. Na komm. Schlägt er erstmal Meter dran vorbei mit seinem orangenen Lichtschwert. Was haben wir denn hier? Gar nichts, Munition. Die Dinger mache ich übrigens nicht kaputt, die explodieren, wenn man dagegen. Wenn man die leicht berührt, ne? Ich mach's mal so ganz leicht vor. Boom. Ey, den krieg ich auch aufladen. Lasergun. So, wo sind wir denn hier? Ach, moin! Der hat sich aber schön gedreht. Wo muss ich denn jetzt hin? Oh, schön, habe ich wieder Schildenergie. Wunderbar. Dann kann ich wieder ein bisschen rumfailen. Boah. Boah, ey, zwei auf einen. Geh die Tür auf? Hallo? Ich bin Jedi. Okay. Suche ja immer noch diese Feuchtfarmer. Hier unten suche ich mal lieber nicht. Weil von dort komme ich. Oh, hier ballert es schon wieder. Das sind hier irgendwie viel mehr. In den Schwierigkeitsstufen, die ich sonst gespielt habe, sind das irgendwie mal viel weniger. Ich muss ja ehrlich gestehen, ich bin so ein Spieler, der... Nee, das ist nicht der Druide, den wir suchen. Ja, witzig. Ich bin ja eher so ein Spieler, der, ganz ehrlich, ich stelle immer auf leicht, damit ich mir übermächtig vorkommen kann in solchen Spielen. Vielleicht mag das für einige langweilig sein, aber ich finde das doch ganz witzig, wenn ich da so als Ultra-Jedi durch die Gegend eier. Also beispielsweise jetzt als Jedi. Gut, das ist nicht der Droide. Hey, was machst du denn da oben? Du schießt doch nicht auf mich. Was ist das denn? Jo. Ich hoffe, du schießt ungefähr so wie Sturmtruppen. Hallo. Hallo. Okay. Der hat scheinbar eine Adamantium-Rüstung. Ach nee, die gibt's ja hier gar nicht. Star Wars. Kontrollpunkt. So, jetzt darf ich auch offiziell sterben. Sehr schön. Ich hoffe trotzdem nicht, dass es passiert. Achso. Du stehst da erstmal daneben. Was mach ich denn jetzt hier so? Hey! Ja, natürlich! Der explodiert mal eben so ein Thermaldetonator direkt vor dir. So, jetzt wirst du aber wohl tot sein. Meine Güte, sind Sandleute hart im Nehmen. Ihr habt dann natürlich nur gewartet. Ah. Oh, wie niedlich. Hallo. Geht's euch gut? Ja, ne? Sehr schön. Sind das überhaupt die richtigen Javas? Oh, hier diese Dinger, die finde ich so geil. Ich muss ja ehrlich gestehen, ich bin zwar ein riesiger Star Wars Fan, aber was so gewisse Detailkleinigkeiten angeht, da bin ich nicht so informiert. Ich wüsste zum Beispiel gerne, haben die Javas dieses Fahrzeug gebaut? Sind das solche Baumeister, dass die solche gigantischen Maschinen bauen können? Kann das mir irgendwie nicht so richtig vorstellen. Oh, guck mal, das ist das Begrüßungskomitee. Hier, jetzt machen wir mal einen Move. Okay, zwar daneben gehauen, den interessiert das mal wieder überhaupt nicht. Ich glaube fast, wir dürfen überhaupt keine andere Waffe als Lichtschwert benutzen. So.
Ah, jetzt kommt wieder die Macht ins Spiel. Zufällig weiß ich ja, was man hier machen muss. Wenn ich jetzt den richtigen Knopf finde, heißt das. Ah ja, den habe ich jetzt rangezogen. Fährt der von alleine hoch? Oh ja, der fährt von alleine. Oh, hi! Hey! Ganz gechillt bleiben, mein Freund. So, ich renne hier noch ein bisschen im Kreis, bis ich wieder entschieden habe, wo ich eigentlich hin will. Oh ja, jetzt hör doch mal auf, da rum zu ballern. Ich mag dich ja auch, deswegen schläfst du jetzt erstmal. So. Was haben wir da bloß aktiviert? Die Tür ist geöffnet. Und... Schuh. Mann. Bitte einmal in den zweiten Stock. Ding. Zweiter Stock, Damenunterwäsche und Sandleute. Wie komme ich da runter? Ja, reinspringen will ich da jetzt nicht unbedingt. Ich würde einfach mal behaupten, Wasser. Ah, sehr schön. Ja, bitte. Achso, hier soll ich rüberspringen. Ja, trotzdem voll drin gelandet. Ja, hallo Leute, ihr müsst da doch nicht reinspringen. Also, zwingt euch ja keiner zu. Was ist jetzt los? Ah, hier muss ich. Und dann wären wir im Kellergeschoss. Das ist die Elektroabteilung. Hey, hey, du warst tot. Du kannst doch nicht einfach. Eins, zwei, drei. Nee, du warst doch nicht tot. Du kamst einfach so von hinten. Ah, Berserkermodus. 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 Oh, was ist denn hier? So langsam komme ich wieder rein ins Spiel. Der Flow ist wieder da. Wo muss ich denn jetzt lang? Hallo? Leute? Leute? Ah! Hallo? Du musst der Droide sein, wegen dem wir hier sind. Aber es gibt keine Javas mehr da, mit denen ich verhandeln könnte. Folg mir doch einfach. Genau, folg mir. Genau, folg mir, habe ich gesagt. Ey, wo gehst du hin? Okay. Geh einfach alleine. Folg mir doch einfach. Shit. Oh ja, ist ja gut, was hier keine Ballettstunde anzuhalten. Oh, 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 weg, 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 weg! Oh man, das kann auch ein lustiges Spiel werden, wenn ich da anfange gegen Sis und so zu kämpfen. Oh, guck mal, Kyle hat die ganze Zeit da gewartet. Das ist ja nett von ihm. Gab es Probleme? Wenn man einmal von den Sandleuten absieht. Na, dein Kopf ist noch dran. Das scheinst du ja geschafft zu haben. Ja, schaffen wir den Droiden zurück zur Akademie. Gute Arbeit, Jaden. Kyle sagte mir, du hast den Droiden allein geholt. Nur die armen Javas. R2 durchsucht die Speicherbänke des Droiden und guckt, was wir für Informationen finden. Jetzt wieder böse gucken. Genau. Ja, Heilung haben wir diesmal nur 10-mal eingesetzt. Das ist doch schon mal eine bessere Statistik als vorher. Den Schub 50-mal, aber es waren auch mehr Gegner, muss ich ja sagen. Ich habe beunruhigende Neuigkeiten. Als Kyle und ich das abgestürzte Shuttle untersuchten, hat jemand in meinem Quartier meine Aufzeichnungen durchwühlt. R2 versucht herauszufinden, was sie suchen. Okay. Was macht dein Training? Ich war auf ein paar Botengängen. Nichts wirklich Spannendes. Bei mir auch nicht.
So scheint das Training wohl abzulaufen. Dachte, das wäre nur bei mir so. Meinst du, dein Meister hält dich bewusst zurück, damit du ihm nicht am Ende zu mächtig wirst? Wie kannst du sowas sagen? Also, Kyle scheint meine Talente nicht wirklich zu fördern. Ich war schon auf ein paar Missionen mit ihm, aber an die richtigen Sachen lässt er mich nicht ran. Vielleicht hat er ein Auge auf dich, wie du die Einsätze erfüllst. Ich würde mir keine Gedanken machen. Ich weiß nicht. Was meinst du, Jaden? Also ich... Bereit für eine Mission? Störe ich gerade? Nein, kein bisschen. Ich bin bereit. Los geht's. Rush. Rush, 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 Penner. Penen. Naja. Gut, wir haben wieder eine Mission geschafft. Das lief doch ganz gut, bisher ohne tödlichen Zwischenfall. Wir sind halt doch ein außergewöhnlicher Schüler. Und die Sandleute sind uns nicht zum Verhängnis geworden. Dann würde ich einfach sagen, beende ich jetzt einfach mal diese Aufnahme. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen bei euch und wünsche euch noch einen schönen Resttag, schönen Abend oder was auch immer. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!